Das Leben ist auf alles andere als einfach. Du gibst stets dein Bestes und dennoch scheint alles schief zu laufen. Keiner erkennt, wer du in Wahrheit bist. Und viel zu oft fühlst du dich alles andere als wertgeschätzt und verstanden. Viel zu oft wirst du nur auf das minimiert, wie du aussiehst, wie du dich bewegst und was du bereit bist, allen anderen zu geben. Du kannst an einem Finger abzählen, wie oft es im Leben einmal nur um dich gegangen ist. Zumeist geht es um alle anderen, um deine Kinder, deinen Job, deine Familie und tausend anderen Dinge. Man erwartet sich ständig von dir, immer nur zu funktionieren und dabei zu lächeln. Was du auch bereit bist, wenn dies endlich wertgeschätzt werden würde. Du fühlst dich oft wie eine Marionette, ständig hin und her gerissen von allem und jedem. Man erlaubt es dir nicht, die Frau zu sein, die du tief in deinem Herzen bist, oder möglicherweise erlaubst du es dir auch selbst nicht mehr. Nach Jahren des Kampfes und des Entbehrens hast du möglicherweise vergessen, wie es sich anfühlt, richtig zu lieben und geliebt zu werden. Du wurdest belogen und betrogen und dein Schmerz wurde immer größer und erbaute eine Mauer um dein Herz. Blicke heute in den Spiegel und erkenne es, schreie es mit ganzem Herzen hinaus, dass du nicht mehr bereit bist, dieses Spiel mitzuspielen. Fühle die Freiheit, die dir im Herzen leise zuflüstert. Es ist mein Leben, meine Liebe, meine Freiheit. Entscheide dich heute für dich, nur für dich. Du bist nicht hier auf dieser Welt, um lediglich zu funktionieren. Du bist nicht hier auf dieser Welt, um es allen anderen recht zu machen. Du bist nicht hier auf dieser Welt, um dein Herz zu verstecken. Lehre dir die Kontrolle über deine Gedanken und sei du die Schöpferin deines Lebens. Lenke deine Aufmerksamkeit auf dein Herz, auf das Gefühl, welches du wahrnimmst, wenn es ruhig in dir wird. Und fühle sie, diese eine Kraft in dir, die dich stets begleitet. Zeige dich der Welt mit allem, was du bist, und erkenne, dass auch du es wert bist, mit allem, was dich ausmacht, geliebt zu werden. Lebe deine Leidenschaft und deine Liebe, ganz egal, was andere davon halten. Feiere das Leben und feiere diesen Weg und kämpfe für das, was dir wirklich wichtig ist. Erkenne wieder die Schönheit in allem und in jedem, doch vor allem erkenne die Schönheit in dir. Und vergiss eines niemals. Du bist unbreakable.